Moin und willkommen zu einer weiteren Replay-Analyse eines Abonnenten. Heute wollen wir uns mal Sirius Bad mit Kasadin in der Mitte anschauen. Wenn ihr mir auch ein Replay zur Analyse schicken wollt, dann schaut ganz einfach in die Beschreibung, aber ich muss euch noch die ein oder andere Information vorab nennen. Denn bei dieser Analyse kommt es darauf an, nicht sich selbst zu feiern, sondern zu schauen, okay, wo liegen denn grobe Fehler? Das bedeutet, es bringt mir nichts, wenn ihr mir ein Replay schickt, wo ihr die Lane absolut dominiert und einfach nur haushoch gewinnt, sondern ich möchte entweder ein ausgeglichenes Spiel haben, wo der letzte Teamfight die Entscheidung brachte oder ihr weit zurückgelegen habt und doch noch gewonnen habt oder wo ihr ganz einfach verloren habt. Ich denke, dies ist wesentlich effizienter, vor allem wenn wir mit den Gedanken rangehen, besser zu werden. Gut, werfen wir nun einen Blick auf Sirius Bad. Als er mir das Replay geschickt hat, hat er mir die Spielsituation etwas beschrieben und eine Frage war von ihm, warum sie denn überhaupt gewonnen haben. Auf diese Frage werden wir selbstverständlich eingehen. Und ein weiterer Punkt ist, dass dieses Spiel ein Promotionsspiel von Silber 1 zu Gold 5 war. Und wenn wir nun auf Loyal King schauen, werden wir feststellen, dass Sirius Bad es auf Gold 5 geschafft hat. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Die spielerische Leistung war hierbei sehr durchwachsen fallen, der Farm bereitet ihm große Probleme und auch sein Team insgesamt lag sehr weit zurück, sie konnten jedoch am Ende das Ruder drehen und wir schauen uns mal an warum. Doch zunächst kommt ganz klassisch erstmal die Statistik. Denn unser Kasadin hat es geschafft, 186 Minions in 46 Minuten zu töten. Im gesamten Spiel hat er aber 9 Kills geholt, ist 5-mal gestorben und hat ebenfalls 5 Assists rausgeholt. Dies macht einen Dominanzfaktor von 8. Schauen wir uns nun sein Farmverhalten an. Hier muss ich sagen, dass er in diesem Spiel ähnlich schlecht wie ich war. Das bedeutet, er hat weniger gefarmt als der Gegner, liegt aber über seinem persönlichen Durchschnitt, wenn man auf LoL King schaut. Das Unangenehme war nun, dass er 47 Minions verpasst hat. Hier muss ich dazu sagen, dass ich es nicht gezählt habe, wenn er sich geportet hat oder gegankt wird oder selber gankt. Das sind keine verpassten Minions für mich. Jedoch während des Farmprozesses selbst war die Quote wirklich gering und Diana hatte meistens das Doppelte von ihm. Schauen wir auf das Gankverhalten, denn die Midlane hat ja die Möglichkeit, beide Lanes zu unterstützen. Hierbei hat er 6-mal gegankt, wurde 3-mal gegankt, ist auch 3-mal bei dem Prozess des Gankens oder beim Geganktwerden gestorben, konnte aber bei 8 Kills behilflich sein, das heißt entweder er hat jemanden getötet oder dabei assistiert. Als Kasadin ist es aber auch normal, dass man relativ häufig die Lane verlässt, weil das Gankpotenzial von ihm einfach so groß ist. Darauf gehen wir aber später noch genauer ein. Betrachten wir zunächst sein Itembild. Sein Start-Itembild bestand aus der kristallinen Flasche, 2 Health Pots und einem Mana Pot. Das ist eigentlich ganz okay, wenn man bedenkt, dass Kasadin natürlich eventuell gegen Diana gezwungen ist, mit seinen Fähigkeiten zu farmen. Außerdem ist dadurch ein guter Sustain auf der Lane an sich garantiert. Nach seinen ersten Ganks hat er sich dann Schuhe und dann später 2 Dorans Ringe geholt. Außerdem noch ein paar Pots und noch den ein oder anderen Ward. Da muss ich sagen, das finde ich gar nicht so schlecht. Dorans Ringe kann man sich bis zu 2 kaufen, die sind äußerst kosteneffizient und für Kasadin natürlich aufgrund der Mana-Regeneration sehr, sehr praktisch. Außerdem hilft es ein bisschen, den Burst-Damage von Diana etwas länger zu überstehen. Sein nächstes Item war dann der Katalysator, den er dann später in den Stab der Zeitalter ausgebaut hat. Anschließend ist er dann auf die Rabadons Todeshaube gegangen und zu guter Letzt noch den leeren Stab. Selbstverständlich wäre natürlich mit mehr Gold mehr Items drin gewesen. Trotzdem ist mit diesem relativ geringen Equipment der Burst Damage sehr, sehr hoch. Ich muss hier sagen, dass das Itembild gar nicht so schlecht ist. Mit Kasadin kann man natürlich schwer falsch liegen. Ein Abyssal Scepter wäre natürlich noch perfekt gewesen, um dem Burst Damage von Diana etwas besser gegenüberstehen zu können. Gut, schauen wir uns nun sein Lane-Verhalten und sein Gank-Verhalten an. Die Midlane profitiert natürlich davon, dass sie sehr zentral liegt und die Wege kurz sind. Somit muss das Gank-Verhalten ebenfalls mit betrachtet werden. Kommen wir zur Lane. Zunächst stand der Diana gegenüber. Sie ist natürlich ab Level 6 ein sehr mobiler Champion, hat auch eine gute CC, indem sie Gegner sich ranzieht, somit von dem Schild profitiert und natürlich die Auto-Attacks ebenfalls einen Bonus-Damage machen. Kasadin hat ihr gegenüber den großen Vorteil, dass er weniger magischen Schaden durch seine Passive bekommt, beziehungsweise seine Attack Speed dadurch erhöht. Ich muss hier sagen, dass keiner der beiden Champions einen großen Vorteil dem anderen gegenüber hat, aber dies ist lediglich meine Meinung. Bezüglich des Lane-Verhaltens muss ich natürlich sagen, dass der Farm selbstverständlich sehr, sehr wichtig ist und Kasadin da große Probleme hatte. Man muss sich auf der Lane immer wieder entscheiden. Wenn ich nicht richtig gut farmen kann, beziehungsweise nicht die Möglichkeit sehe, sauber zu farmen, das bedeutet, der Gegner kann mich währenddessen angreifen und so weiter, habe ich mit diesem Start-Item-Bild auf jeden Fall die Alternative, mit meinen Fähigkeiten zu farmen und das aus einer relativ sicheren Distanz. Sicherlich kann das Diana auch, aber der Vorteil ist, dass sie dadurch automatisch pusht. Das bedeutet, man muss die Entscheidung treffen. Will ich versuchen, den Gegner zu vertreiben oder will ich versuchen, sicher zu farmen? Sicherlich geht auch beides. Ich persönlich hätte den Farm bevorzugt. Hierbei muss ich auch sagen, dass Kasadin wirklich große Probleme am Tower hatte. Dort hat er wirklich sehr, sehr viele Minions verloren. Also hier definitiv der Rat, man kann ruhig mit den Fähigkeiten farmen, vor allen Dingen bei diesem Start-Item-Bild.
Zumal ja Kasedin ohnehin mit seinen Auto-Attacks einen gewissen Wert an Mana wiederherstellt. Gut, aber dass er sich auf den Farm konzentrieren muss, darauf muss ich nicht weiter eingehen. Da waren wirklich teilweise große Lücken, aber ich selbst bin auch ein Farmidiot. Gengs hingegen hat er sehr gut widerstanden, das heißt Kasedin ist natürlich ab Level 6 äußerst mobil und man benötigt sehr viel CC, um ihn in irgendeiner Weise noch zu kriegen. Dadurch ist seine Lane auch unglaublich sicher. Betrachten wir aber sein eigenes Gankverhalten und dazu schauen wir uns erstmal dieses Beispiel an. Alles klar, hier hat er sich zunächst backgeportet und ist dann sofort mit Level 6 auf die Botlane gegangen. Das hatte ich für eine gute Idee, weil ja Diana auch dort war. Bloß hier war das Problem, dass halt die Reaktionszeit etwas gering war, beziehungsweise man etwas Geduld hätte an den Tag legen müssen. Denn zum einen wusste der Gegner nichts von einem, das bedeutet, man hätte ohnehin die Lane selbst ganken können oder man hätte abwarten können, bis Diana da reingeht, wobei dies halt nicht sicher ist. In diesem Beispiel schon, aber generell nicht. Man hat zwar den Kill an Diana nicht bekommen, jedoch das Flash provoziert und auch die Spell-Reihenfolge von Kasedin war vollkommen okay. Selbstverständlich hat er das Problem, dass der Slow natürlich etwas braucht, ehe er diesen wieder einsetzen kann und ich hätte es auf jeden Fall nicht ratsam gefunden, hier zu diven. Alles klar, schauen wir uns eine andere Situation an, die ebenfalls ein bisschen durchwachsen war. Gut, zunächst konnte man sehen, dass der Gegner nicht gewartet hat und somit der Gank für Kasedin ziemlich simpel war. Auch ist es sehr angenehm für einen EP, wenn der Gegner bereits sehr, sehr low ist, weil da natürlich der Burst Damage besonders effektiv ist. Lee Sin hat sich also vergleichsweise schnell verabschiedet und auch hier hat mir wieder die Spellreihenfolge gut gefallen. Das heißt Silence, dann Slow, mit der Ulti hinterher und noch das Ignite. Er hat zwar ein paar Tower Shots abbekommen, trotzdem war es vergleichsweise sauber. Die nächste Aktion hat mich hingegen etwas gestört, denn hierbei muss man schauen, was seine eigenen Teammitglieder machen, beziehungsweise die Map Awareness spielt hier eine unglaublich große Rolle. Denn man hat ja gesehen, dass Diana ebenfalls im Busch war, beziehungsweise sie sich kurz mit Zack angelegt hat. Für einen kurzen Moment ist er auch zu ihr hin und hat somit ihr Q provoziert, was sie dann verfehlt hat. Bis hierhin fand ich es wirklich sehr gut. Und dann stürzt er sich auf einmal in den Tower rein und versucht noch den Jax zu bekommen. Dies hat er zwar auch geschafft, jedoch hat er seinen Flash verbraucht und noch seine eigenen Teammitglieder gebaitet. Wesentlich ratsamer wäre es hier, wirklich einfach auf Diana zu gehen, denn sie hat bereits ihr Flash zuvor verbraucht. Und außerdem eine sehr unangenehme Position, da der Tower noch relativ weit weg war und Jax ja nicht die größte Hilfe ist, weil er sein eigenes Leben gefährdet hätte. Das bedeutet, mit all seinen Fähigkeiten, dem Silence, dem Slow, der Ulti von Zack noch und natürlich auch dem hohen Burst Damage von Kha'Zix, wäre das eine sehr, sehr saubere Aktion gewesen. Gut, fassen wir so ein bisschen das Lane- und Gank-Verhalten zusammen. Man könnte hier zwar noch wirklich viele Situationen zeigen, der Punkt wird aber jedoch schnell klar. Zum einen das Lane-Verhalten. Da ist natürlich klar, dass das Farm das A und O ist. Also hier muss wirklich dran gearbeitet werden. Ich fühle auf jeden Fall mit dir, weil ich bin ebenfalls nicht der Beste im Farm. Auch muss man hier die Entscheidung treffen, ob man versucht, mit den Fähigkeiten ein bisschen den Farm zu kompensieren. Das heißt, entweder den Gegner zu vertreiben, um entspannter zu farmen, oder ganz einfach die Fähigkeiten selbst zu verwenden, um die Creeps zu töten. Das Gank-Verhalten war jedoch etwas besser. Er hat an sich häufig gegankt, jedoch war die Aktion teilweise nicht sehr sauber. Das bedeutet, wenn man einen Kill hat, kann man sich zunächst entspannen. Kasedin hat den großen Vorteil, dass er ein starker Assassin ist, das heißt schnell in den Kampf reingeht, um sich dann aber auch wieder schnell zurückzuziehen. Es gab viele Aktionen, wo er es wirklich gut gemacht hat, aber da geht auf jeden Fall mehr. Also Overextenden ist bei sowas wirklich tödlich, beziehungsweise etwas zu gierig sein. Ansonsten war aber auch er derjenige, der die meisten Kills in seinem Team geholt hat. Alles klar, schauen wir nun auf das Teamfight-Verhalten und da muss ich sagen, es gab relativ wenig. Damit würde ich sagen, es gab eigentlich nur zwei offizielle Teamfights, bei dem Rest wurde entweder auf der Seite des blauen Teams oder auf der Seite des roten Teams massiv overextended. Das bedeutet, man hat sichere Erfolge geleistet, ist dann aber trotzdem noch beim Gegner oder im Jungle oder was weiß ich wo geblieben und hat dadurch Kills an den Gegner abgegeben, wodurch auch das blaue Team ziemlich gut zurückkam. Solche Aktionen gab es unendlich viele und ich werde auch gegen Ende noch ein paar zeigen. Aber ein Beispiel möchte ich hier speziell rausnehmen, weil das dann quasi in einem sauberen Teamfight mündete. Schauen wir uns erstmal an und dann gehen wir in die Analyse.
Alles klar. Zunächst hat das blaue Team wirklich eine gute und sehr aggressive Entscheidung getroffen, indem sie sich gesagt haben, dass sie das rote Team noch in den Jungle verfolgen. Und sie haben dies sogar getan, obwohl sie wussten, dass sie durch diesen Ward hier gesehen wurden. Kassadin hat sich hier gut verhalten, indem er sich zunächst zurückgehalten hat. Das ist wichtig als AP-Caster bzw. als Assassin, dass man erstmal zurückbleibt und dann weiche Ziele rausnimmt, wenn sich eine Gelegenheit dazu bietet. Sein erstes Opfer seiner Spell-Kombination war dabei Diana und das finde ich vollkommen richtig. Das bedeutet, durch die heftige Burst-Kombination hat sie sich schon ziemlich schnell verabschiedet. So, und nun lief der Fight sehr, sehr koordinativ für das blaue Team ab. Hierzu muss man sagen, dass dies auch ein Solo-Queue ist. Das bedeutet, die Spieler wussten, was sie tun sollten. Also von sich aus, das passiert nicht jeden Tag. Das bedeutet, zunächst war Janna der absolute Baitmaster. Dafür ist sie ja weltbekannt und konnte hier erstmal das Feuer auf sich ziehen. Extrem wichtig. Zek und Kha'Zix haben sich dabei mit dem ED und dem Supporter bzw. mit den Resten von Lee Sin beschäftigt. Ebenfalls eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil sie nun mal sehr, sehr tanky sind. So, und Kha'Zix hat hier ebenfalls sehr, sehr gut reagiert, nachdem er Diana ausgeschaltet hat. Denn er ist ganz einfach bei Janna bzw. bei Caitlyn geblieben und hat sie, soweit es geht, beschützt. So, und das ist auch das Besondere an Sirius Bad bzw. an seine Reaktion. Denn die klassische Rollenverteilung sieht es vor, dass der Supporter und der Tank versuchen, die Carries zu beschützen. Aber ganz ehrlich, ich habe es schon etliche Male gesehen, dass zwei Carries ganz einfach einen Bruiser fertig machen. Und glaubt mir, das passiert relativ häufig, vor allen Dingen dann, wenn wirklich nur einer die beiden angreift. Das heißt, Kha'Zix ist hier bei Caitlyn geblieben, hat sämtliche Spells auf Jax gesprochen, bis dieser halt erledigt war und Caitlyn sogar am Ende noch überlebt hat, beziehungsweise Janna auch. Okay, dieser Fight war also äußerst sauber. Das blaue Team hat einen guten Moment genutzt, denn das rote ist viel zu lange da geblieben, beziehungsweise war sehr low. Er hat ein wichtiges Ziel, und zwar Diana, schnell rausnehmen können und sich danach mit dem Beschützen von Caitlyn beschäftigt. Meiner Einschätzung nach äußerst effizient, hat das blaue Team wirklich gut gemacht. Und das, obwohl sie mit den Kills, aber auch mit dem Geld generell zurückliegen. Gut, um auf die Frage zurückzukommen, warum sie denn das Spiel gewonnen haben, dies war einer der Knackpunkte. Ein anderer war, dass der Gegner erneut overextended hat und somit das blaue Team die Gelegenheit hatte, den Baron zu machen. Zwar konnte das blaue Team diesen nicht direkt nutzen, das heißt, sie hatten den Buff, aber wenig damit anfangen können. Jedoch hat der kommende Fight das Spiel entschieden und wir schauen uns diesen mal entspannt an. Alles klar, um diesen Fight richtig zu analysieren, müssen wir sogar etwas weiter zurückspulen und schauen, wie sich das blaue Team verhalten hat. Denn ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass das rote Team sich immer noch im Vorteil gesehen hat und so auf Zwang einen Teamfight provozieren wollte. Das blaue Team hat hier göttlich reagiert, indem sie ganz einfach wirklich nur ganz leicht disengaged haben. Sobald der Gegner zu nahe kam, wurden einige Spells drauf gesprochen und somit hat das rote Team wirklich teilweise viel Leben verloren. So, und speziell dieser Moment hier ist der Punkt, wo das blaue Team eigentlich schon gewonnen hat. Denn Diana ist hier bereits durch Kha'Zix, aber auch durch Caitlyn so dermaßen low geworden, dass sie im Fight nichts gebracht. Parallel dazu wurde auch teilweise auf Zek engaged, was hier ebenfalls nicht nötig ist. Und hier entsteht nun ein sehr, sehr interessanter Teamfight-Moment. Zunächst ist Jax der Einzige, der versucht, sich mit den Carries anzulegen. Und hier wird das Schöne: beide Carries beschützen sich gegenseitig. Aufgrund des hohen Damage ist Jax nicht in der Lage, einen von beiden auszuschalten. Ein bisschen hat mich hier Janna irritiert, weil sie noch zu den anderen Teammitgliedern wollte, aber das ist trotzdem okay, denn sie haben es zu zweit geschafft. Ein sehr schöner Moment. Spulen wir ein bisschen zurück und schauen dann, was denn auf der anderen Seite abging. Denn das gegnerische Team hat ebenfalls versucht, ihre Carries zu verteidigen, beziehungsweise das, was von denen noch übrig ist. Und so sieht's aus, wenn man Null-Recorder spinnt. Aber achtet bitte trotzdem auf die Champions. Denn Kha'Zix und Zek haben hier wirklich eine gute Arbeit geleistet, indem sie vergleichsweise viel Schaden rausgerückt haben, konnten Diana ausschalten. Kha'Zix hat sich dabei noch gut zurückgezogen. Naja, und Ezreal hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, ehe er Zek getötet hat. Diese Aktion hat dazu geführt, dass Kha'Zix ihn noch eingeholt hat und somit war Zeks Tod wirklich wichtig. Selbstverständlich hat durch diesen Fight das blaue Team am Ende doch noch gewonnen und wir kommen zur Zusammenfassung. Gut, was Sirius Bad in der Laning Phase fehlt, hat er ganz einfach extrem gut in den Teamfights kompensieren können. Hier hat er sich wirklich herausragend verhalten und wichtig ist, zwei Carries können sich sehr gut gegen einen Bruiser behaupten. Nicht immer, aber in sehr, sehr vielen Fällen. Und dies sollte auf beiden Seiten bedacht werden. Einerseits zum Beschützen und andererseits sollte sich der Bruiser überlegen, okay, kann ich mich mit denen anlegen oder nicht. Auch fand ich es gut, dass man versucht hatte, kleine Reaktionen vom Gegner sofort mit seinen Spells zu disengagen. Das bedeutet, ihn immer wieder mit irgendwelchen Spells vom Leib halten. Kha'Zix und Caitlyn haben das im letzten Fight wirklich sehr gut gemacht und konnten
konnten damit eigentlich Diana schon ausschalten. Auch hat mir die Aktion bei dem ersten Teamfight sehr gut gefallen, dass er, wie bereits erwähnt, bei dem AD Carry geblieben ist, aber auch das blaue Team generell die Chance genutzt hat, dass der Gegner noch im Jungle war und noch sehr, sehr low. Ich denke, dass Cassidy hier gegen Ende wirklich eine gute Leistung gebracht hat. Selbstverständlich hat es massiv am Farm gefehlt, aber das ist halt relativ normal, beziehungsweise ich habe da auch meine Probleme mit. Ich bin jedoch der Meinung, dass es wichtig ist, dass das ganze Team miteinander harmonieren kann und am Ende ganz einfach gewonnen dasteht. Denn es gibt viele Teams, die sich in einem Solo-Queue zusammensetzen und ihre Laning-Phase total dominieren, aber am Ende verlieren, weil sie nicht miteinander harmonieren. Auf sowas hat man wenig Einfluss, aber entscheidend war auch, dass das blaue Team nicht aufgegeben hat und vor allem Fehler gnadenlos ausgenutzt hat. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat ein bisschen länger gedauert, ehe ich das hier zusammengestellt habe. Ich bin gerade mit meinem eigenen Umzug beschäftigt. Auch bin ich auf die Anfrage eingegangen, ob man denn das ganze Spiel mal zeigen kann. Und hier habe ich einen Link, beziehungsweise habe ich ihn, glaube ich, schon vorher gezeigt, wo ihr das ganze Spiel aus Cassidys Sicht betrachten könnt. Ich habe aber das nicht kommentiert oder ähnliches, sondern es ganz einfach stumpf hochgeladen. Das bedeutet, wenn Bedarf besteht, könnt ihr ganz einfach die einzelnen Szenen nochmal in der Gesamtheit anschauen. Jedoch ganz wichtig, nur die Cassidys Sicht. Gut, das war's von mir. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.